So, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 5. Wir haben letztes Mal gesagt, wir machen den Mastery Mode weiter, machen wir auch. Mir wurde auch in den Kommentaren zu dem Mastery Mode Video, was gekommen ist, ein paar Hinweise gegeben, was man da machen könnte. Und da wurde gesagt, der Häcksler. Auf der unteren Stufe, den habe ich bisher noch nie benutzt, aber der untere Stufe ist ja dreifacher Speed. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Deswegen, ich nehme einfach mal das als maßgefertigte Häcksler, das Häuschen mit. Bin ich mal gespannt. So, klar, wir machen hier. Verschneider ist irgendwie so einfach. Na gut, machen wir eins nach dem anderen, ne? Würde ich sagen. Habe ich ja gesagt. Wir machen eins nach dem anderen wirklich komplett durch, ohne sich zu drücken. Wir machen hier weiter. Die kommen von oben rein. Wäre es besser von unten? Weil man da auch ein bisschen Platz für Dings hätte, für Bananenplantagen. Okay. Wir machen erstmal. Wir machen erstmal, jetzt ein Häckslein zu schmeißen, wäre sinnlos. Das wäre ein bisschen Verschwendung. Dafür nehmen wir erstmal. Keine Ahnung. Das darf natürlich nicht so teuer sein, aber hier habe ich nur teures Kram, nur teuren Kram. Dann setzen wir es mit Wurfpfeil ab, ist okay. Natürlich, ne, wenn wir hier natürlich als kleine Reserve, ja, der kriegt schon nicht mal alle hier hin. Ja, okay. 1, 2, 3, konnten meine Blumenbüsche abwehren. Ach siehst du, wir hätten natürlich Dings hinsetzen können, das war sehr clever gewesen. Spezialagenten erstmal, statt wertvolles Geld dafür auszugeben. Ich glaube, das sollte ich machen. Keine normalen, nutzlosen Wurfpfeilaffen mehr, sondern eher die guten Spezialagenten. Aber auch nicht übertreiben. Wir wollen ja hier nicht so viel Kohle investieren. Kriegen wir auch so hin. Aber der Dings ist ganz gut. Der Bär. Der deckt immer einen relativ großen Bereich ab, das ist cool. Die Frage ist, wann kommen denn zuerst Leads, ne? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal gucken, wann es klack macht. Und bis dahin bauen wir erstmal die Bananenplantagen. Naja, hier hinten lohnt sich es irgendwie noch nicht so wirklich. Also ich werde es auf jeden Fall hier unten hinbauen. So. Ja, die können schon wieder zurückgeschleudert werden, das ist sehr gut. Komm, eine Banane noch. Verdammt. Verdammt. Ja, 400 Popcorns, ja, ist gleich höher als der Wurfpfeilaffe. Hm, 460, 500. Es wird und wird und wird. Immer noch kein Lied. Ich bin mal gespannt, wann ein Liedblumen kommt. Muss ich ja auch wissen, ist ja wichtig für mich zu wissen. Wichtig. Ja, sehr gut. Vielleicht haben wir erstmal die erste Plantage fertig. Oh, der hat aber ganz schön gepoppt. So. Erste Plantage. Dann werden wir gleich mal einen Sauger hinbauen. Der bremst die genau auch kurz aus. Ich will aber trotzdem erstmal wissen, wann ja ein Lieblohn kommt. Na, ah, wir werden wirklich kurzzeitig gestunt. Schön. Ja, machen wir ganz ordentlich Damage, oder? Der Sauger. Meine Güte. Anscheinend ist immer noch Level 27 der erste Liebblume. Nein, Level 22. Okay. Ich werde ihn gleich mal mit Dings kaputt machen. Super Abfeuersturm. Level 22 also. Faszinierend. Also gut merken, Level 22.
Wegen Dreifachhochfeld kann er auch noch machen. Der auf jeden Fall auch auf den oberen und den unteren Zweig skillen, den Sauger. Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall gewesen. Der macht irgendwie dreifach so schnell, macht er die ganzen kleinen Bloons weg. Kann nicht schaden, ehrlich gesagt. Ja, hier kommt schon eine ganze Menge. Schnellschredder. Zack. Und hier ist das Dreifachrohr. Aber ich werde hier erstmal auf den ersten gehen. Sobald ich ja nur eine Plantage gebaut habe. So, nach der nächsten Plantage hier, nach dem Upgrade, können wir mal hier rauf gehen. Weitere Upgrades. Zack. Zwei Schichten. Ah, da wird hier nur allein und keine Sorge. Wobei der nicht der breite Trichter. Ah, ist cool, dass die alle kurz gestunt werden, obwohl sie eigentlich weiterlaufen, ne? Das ist total beschmu, ist das. Wir machen mal ganz kurz noch ein kleines Affendörfchen hin. Ah ja, ich sehe schon, dass ihr alle durchkommt. Sehe ich. So, oder machen wir sie hier ins Affendörfchen hin, damit wir da hinten auch noch welche hinsetzen können. Geht ja noch mehr Range dazu, machen wir hier ins hin. Das ist okay. Bah, da kommen die Keramiks. Uiuiui, es sind aber viele. Meine Güte. Da lasse ich aber ziemlich viele durch. Da reicht ein Häcksler wohl nicht. Ich würde trotzdem ganz gerne erstmal den Dings haben, den Moab-Sauger. Bevor ich eigentlich noch einen weiteren baue. So, jetzt kann man meinetwegen einen weiteren bauen. Wir werden mal. Meine Güte, die können wir hier unten hinbauen. Tarnleads ist ja ekelhaft. 37 Tarnleads, alles klar. Na, hätte ich nicht gesiegen können. Da fehlt noch der Radarscanner. Was wir natürlich machen können. Nicht so hektisch hier. So. Dass wir hier noch einen kleinen Airbending-Spion haben, der hier den beiden die Fähigkeit gibt, Tarnbloons zu sehen. Okay, ich brauche hier noch ein bisschen Übung. Ich merke, ich brauche hier noch ein wenig Übung. Ach du Kacke, ey. Oder die Sauger sind einfach alleine nicht dafür gedacht. Den ganzen Dreifachrohr mal machen. Ja, mein Güte, da haben wir erst 1000 Leben verloren, theoretisch. Das war nicht so wild. Ja, mittlerweile, ja, durch den Dreifachrohr hat er schon ziemlich viel Damage gemacht. Das ist schon gut. So, 4, 6, 15. Kriegen wir vielleicht in der Runde hin. Alter, das sind einfach so viele Bloons, das ist Wahnsinn. Kriegen wir nicht in der Runde hin. Dreifachrohr. Das muss aber sitzen, Leute. Das muss sitzen. Super Sauger. Hier müssen noch viel mehr Sauger hin und eine größere Reichweite brauchen wir noch. Ja, auf jeden Fall noch ein paar mehr Blumensauger. Ja, ist ja okay. Sauger an sich sind einfach keine. Später ja, aber am Anfang sind sie nicht so gut. Hat ja auch keiner gesagt. Man erwartet doch nicht so viel von euch, ihr kleinen Saugern. Wir haben eine gute Reichweite jetzt bis dahinter, das ist sehr gut. Wir haben auch noch Dreifachrohr. Ich brauche auch noch mehr Schredder. Boah, es geht gar nicht. Holy moly, ey. Ich brauche was dagegen.
brauche ich denn dagegen? Oh, Blunitsu hier. Die ganzen kleinen Bloons brauche ich halt noch mehr Power. Ich habe schon so viel für Spezialangriffe ausgegeben, das ist abartig. Zu teuer gewesen, ehrlich gesagt, jetzt schon alles. Dafür wollen wir noch ein Dreifachrohr. Blunitsu, komm her. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fuck. Ja, meine Blumenmische sind eingelaufen ein bisschen. Okay. Ich werde mal wieder einen Superaffen raushauen. Kann doch nicht sein, dass sie so stark sind, Mann. Achso, da geht auch noch. Naja, weiß ja nicht, was ich dafür einsetze. Aber ich brauche etwas gegen die Masse und da ist das Dreifachrohr auch nicht so gut, muss man sagen. Ihr seht's ja, es kommt viel mehr Bloons, als eigentlich der Sauger überhaupt stemmen kann. Wieder mal. Also er ist leider höchstens ein. Ja, also mit dem alleine schafft man es einfach nicht. Hey. Mass Remote wird teuer, Leute. Mass Remote wird sehr teuer. Ich brauche noch mehr davon. Keramix, die rushen durch, aber da sind ja genügend. Noch genügend. Er hat schon 13.000 Popcorns in wenigen Runden und das ist so krass. Das ist so krass. Ja, die Sauger sind in Ordnung. Oh Gott, das sind Herzen. Die Herzen, die Schmerzen, Leute. Aber wir haben es geschafft. Was ich gerne machen möchte, ein Eisturm. Ein Eisturm ist eigentlich super. Mit Eisbrocken. Und wieder ein paar Popcorns vorantreiben. Wobei ich eher Bock auf einen arktischen Wind hätte. Ja, arktischer Wind macht mehr Spaß gerade. Aber Eisbrocken ist eigentlich notwendiger. Machen wir Eisbrocken erstmal. Kommt da gleich noch ein Freezer hin. Wo kommt der hin? Ich hätte ja den arktischen Atom werden müssen. Radarscanner, Dschungeltrommeln. Na, komm, paar durch, sind nicht so schlimm. Es ist so abartig. Wir werden hier auf jeden Fall noch einen arktischen Wind hinsetzen. Na, ist okay. Es sind so viele. Es ist einfach Wahnsinn. Ha, 63 Tonnen kommt ja auch noch. Das ist ja eklig. Fällt mir gerade wieder so ein. So. Die werden erstmal alle gefreezed. Und hier müsste ich. Vor allem der Bananenbau, der hat noch nicht so wirklich was gebraucht. Obwohl der Bananen schießt, bleiben sie trotzdem oder kommen sie alle trotzdem durch? Super Apfel ist schon mal 25.000, aber warum nicht? Machen wir ein bisschen schneller hier. Diese Runde hat mich, muss ich sagen, sehr, sehr viel gekostet. Bisher. Ich hoffe, das reicht. Dass ich hier nicht noch mehr Superaffen-Pfeilstürme raushauen muss. Aber der Sauger an sich ist halt nicht so optimal dafür. Nur der Sauger. Bzzz.
Wir können nur noch U-Boote setzen. Ich habe sogar eins kostenlos. Ach du Scheiße, ey. Ich brauche mehr Besauger. Ich brauche ein paar mehr Sauger. Na, ist okay. Die werden ja alle gefreezed, wenn sie ausgespuckt werden. Dann werden sie durch Eis gebrochen. Ah, der hat schon mit 23.000 Popcorns. Auf 160 kommt der erste Sonk. Ich weiß, wo ich noch einen Eisbrocken hinsetzen werde. Nee, der braucht ein bisschen mehr Range, bitte. Oh Gott, oh Gott. Hier müsste eigentlich... Komm, 4000. Hier ist optimal. Wir müssen nur noch das Affendorf genug Range bis dahinter haben, damit er noch Tarnmüll uns entdecken kann. Aber das kriegen wir hin mit dem Affennachrichten. Wobei die Affenstadt nicht schlecht wäre da hinten. Na, er ist nicht drin, ne? Ich glaube immer noch nicht, brauche ich einzelne Waffen. Eieiei. Soll ich nahe zu sagen, hä? Ah, die Mobs wurden aufgelöst. Yeah, die wurden aufgelöst. Die wurden sehr gut aufgelöst. Nö, Gott, aber da noch nicht. Na, lange nicht. Ist das eine räudige Runde, ey. Mehr Sauger. Ja, Eisbrocken geht ab wieder mal. Ich glaube, der Eisturm wird mein Lieblingsturm im Mastery Mode. So günstig und so wahnsinnig stark. Weg, alles weg. Aber der macht den Mobs auch nur Damage, wenn normale Bloons vernichtet werden. So, gegen Zeppelin an sich kann er nichts machen. Wir haben noch 19 Runden, das lohnt sich jetzt nicht mehr, die Bananenrepubliken auszubauen, ne? Glaube ich zumindest. Es ist schon stolz, schon 71.000 Popcorns zu haben. Da hat man sich damals gefreut, als ein Ton das mal hinbekommen hatte. Jetzt ist das eigentlich schon Standard. Das ist bei denen, die am meisten Schaden machen. Mein Blumenheld, der mein super, mein richtiger fetter Sauger hat irgendwie nicht mehr so viel zu tun. Aber der ist auch nicht so stark, finde ich. Weil grundsätzlich, ich finde, die Hexen sind jetzt nicht so dazu gedacht, die Blumen kaputt zu machen. Sonst halt wirklich halt immer nur dafür gedacht, da man mit dem Mobs ja sonst nichts machen kann. Und wie außer halt dann durch den einen Schuss vom Scharfschützen. Dass man die einfach nur zerstört. Ich glaube. Für mehr sind die eigentlich nicht da. Ja, hier fehlt halt die Fähigkeit, Tarnbloons anzugreifen. Wir haben hier hinten noch einen zweiten Eisturm, alles gut. Dump, 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 werden eingesaugt. Boah. Mit so viel Kohle. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz hier, um einen Sauger hinzubauen. Durch die Range, durch Affennachrichtendienst. Um noch ein bisschen mehr Range dazu bekommen zum Affendorf. So, Dings bei 82.000. Mein Ninja, der hier ist bei 90.000. Der gammelt da so rum. Der ist bei 120.000. Okay, kann eh keiner mehr toppen.
Der steht aber auch echt optimal, muss ich sagen. U-Boote werde ich mal versuchen, in der nächsten Map zu nehmen, wenn Wasser da ist. Das kostenlose U-Boote. U-Boote sind auch nicht schlecht gegen Mainstream Mode, denke ich. Die ballistische Rakete macht schon sehr, sehr viel Schaden. Gleich. Das soll ich noch ausbauen. Irgendwas habe ich gerade hier. Roboaffe der Gott der Sonne. Ich finde den Roboaffen sieht einfach stylischer mal aus. Ich baue mal den Roboaffen. Hier wollte ich noch irgendwie ranfahren. Ah, hier. Wow, der ist ja noch gar nicht auf. Ach du Scheiße. 76. Runde. Ich denke, in vielen, vielen Missionen werde ich auf der 76. Runde einen Super-Affe-Fallsturm benutzen müssen. So, wir haben ab 22 Lead. Ich glaube, ab 40 war schon, oder 35 irgendwie so, war schon Mob gewesen. 60 war Song. Gut, 46 links ist klar, BFB. Das ist ja nicht so schwierig gewesen. Das kennen wir ja. Bam! Gönnt euch ein paar mehr Moabs, Alter. Aber es ist nicht er, der so viel, oder? Der für so viel Kills gesorgt hat. 22 Lead. Achso, ja, 60. Zonk. 78. Ich bin ja immer noch an der 78. Runde. Bin ja 76 fast durch gewesen, ne? Doch, 78. Massen. Moabs. Oh, meine Blumenbüsche haben sich glücklicherweise wieder generiert. Ich weiß nicht, 3 oder 2 oder. 3 oder 4 habe ich hingebaut. Ich weiß nicht genau, 3 glaube ich. So, viraler Frost habe ich geskillt. Kommt gleich mal End zu den Waffen. Ist das krass, einfach mal 9000 Balloons mit einem Mal zu killen. Das ist einfach so krass viel. Die Mastery Mode Folgen gehen leider mal ein bisschen länger. Bisschen ätzend. Und am Ende kommen leider immer nur noch Songs. Was ist denn noch gut gegen Moabs eigentlich? Na, höchstens noch die U-Boote, ne? U-Boote und halt die Sauger. Können wir just so von ihren Dings hinbauen, so ein Feuerreißnagelwerfer. Aber ich glaube, die Tarnung uns sieht der nicht. Jo, gönn dir. Der Eisturm, Mann. So strong. Was interessiert die Bloons trotzdem nicht, weißt du? Es kommen trotzdem so viele. Ja. Guckt euch mal den Popcorn an vom Reisnagel davon, Mann. Holy moly. Und da besteht jetzt nicht unbedingt an einer Position, wo normal, so viele normale Bloons sind. Der geht schon gut ab, wa? Oh, Terror durch Technik, sieht einfach geil aus. Es kommen so viele Moabs, dass die Sauger gar nicht reichen, weißt du? Ich habe schon so viele hingestellt.
trotzdem so viele durch. Das ist abartig. Achso, guck mal, wir können Terror durch Technik machen. Bäm! Viele kaputt gemacht. Denke ich. Hoffe ich. Der hat auch 42.000 Popcorns, das Erdbändchen-Spiel, und der hat schon mal 27.000 der Reißlagewerfer da hinten. Mein Eistower ist bei 350.000. Das sind schon krasse Zahlen, ne? Gut, in der 85-Zone ist natürlich easy going. Da gab es auch einen Kommentar, dass es wohl in Bloons Monkey City nach dem Song noch einen Bloon gibt, den DDT. Wahrscheinlich Destructor, keine Ahnung, was mit Destructor wird wahrscheinlich sein. Warum es den hier nicht gibt, ist echt schade. Wusch. Ja, super. 600 Dollar. Wird wahrscheinlich das ausgleichen, was ich rausgehauen habe. Ist kein Thema. Ja, mich nervt, dass das hier 1 und den Mastery Mode ist. Ist total nervig. Eigentlich müsste ich es mal nachmachen. Sofort, schnell, easy going. Aber gut. Erstmal, meine lieben Freunde, war es das mal wieder. Das 1000 Moss, 100 Moss mit 4x Bloon Häcksler Platz. Na, easy going. Hinbekommen. Machen wir nächste Folge weiter. Mit der nächsten Mastery-Unplatzbar-Mission. Sammeln fleißig Münzen. Denn einige brauche ich ja noch. Und bis dahin. Danke fürs Zusehen. Ciao.